Ihr habt das Ganze bestimmt auch schon mal gesehen, Menschen, die ihr Smartphone an einer Kette umgehängt tragen. Ich habe mir das vor einem Jahr geholt und wurde hier ziemlich dafür ausgelacht und jetzt wollen es auch alle haben. Deswegen gucken wir uns das heute mal an. Das kann man nämlich auch als Do-it-yourself-Projekt selbst machen. Für unser Projekt, und ich nenne es jetzt einfach mal Handykette, braucht ihr Folgendes: eine Schere, eine Zange, natürlich eine passende Smartphonehülle, die muss nicht durchsichtig sein, es kann jede Hülle sein, die euch gefällt. Achtet nur auf eine Sache: es gibt Hüllen, die sind sehr, sehr hart, es gibt aber auch diese Hüllen, die sind hier ein bisschen weicher. Sucht euch lieber eine Hülle aus, bei der ihr hier auch ein bisschen biegen könnt, das macht es uns nachher einfach leichter. Mit ganz harten Hüllen ist das Ganze auch gar nicht erst möglich. Außerdem braucht ihr einen Verschlussring, eine Nadel oder noch besser, wenn ihr zu Hause habt, eine Lochzange. Und dann braucht ihr noch solche Ringe, die kann man aufbiegen. Ob die Gold sind, ob die Silber sind und auch welche Größe die haben, könnt ihr euch aussuchen. Ihr müsst nur auf eine Sache achten, und zwar, dass diese Ringe einen größeren Durchmesser haben als das Seil, das nachher eure Kette ergibt. Da könnt ihr euch natürlich auch die Farbe aussuchen und zum Schluss noch einen Klebefilm. Als allererstes müssen wir die Löcher in die Smartphone-Hülle machen. Und da gilt es jetzt ein bisschen zu überlegen, was hat man für eine Hülle. Die Löcher sollen am Ende, am unteren Ende der Hülle, und zwar an den Außenteilen sein. Viele Hüllen, die hier auch haben, hier unten sowieso schon relativ große Löcher, die kann man dann verwenden. Ich werde jetzt also nur ein Loch hier an der Ecke machen und das hier als zweites Loch verwenden. Wenn eure Hülle hier keine Löcher habt, dann macht ihr zwei Löcher an der Ecke rein. Das Ganze funktioniert hervorragend mit einer Lochzange. Wenn ihr da keine zur Hand habt, dann macht ihr es so wie ich mit einer Nadel und stecht vorsichtig, ganz vorsichtig, mit der Nadel hier durch den Kunststoff. Dazu nehme ich die Nadel mit der Zange, denn damit kann ich sie einfach besser festhalten. Überlege mir, wo kommt das Loch nachher rein, ne? Und wenn ich dann eben den Ort gefunden habe, den ich jetzt gut finde, das wäre jetzt der hier, dann drücke ich das Ganze hier auf den Boden, mache meine Hände oben drüber, sodass ich mich da nicht gleich mit der Nadel selbst ersteche und schiebe hier durch. Ihr seht, die Nadel ist jetzt hier durchgestochen und ich ziehe die jetzt auch komplett durch, damit das Loch ein bisschen größer wird. Auch da vorsichtig sein. Im Zweifel einen Erwachsenen zu Hilfe holen. Das Gleiche mache ich auf der anderen Seite auch. Ich habe jetzt in diese beiden Hüllen jeweils ein Loch an jeder Seite gemacht. Solltet ihr keine Löcher hier unten haben, müsst ihr, wie gesagt, zwei Löcher relativ nah aneinander einstechen. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Und zwar holen wir uns einen von unseren Biegeringern. Biegen den auf, das sollte eigentlich ganz einfach gehen. Auch den nehme ich mit der Zange und versuche den jetzt hier einzufädeln. Wenn der Ring hier durchgestochen ist, kann ich den jetzt einfach durch mein größeres Loch durchdrehen. Wenn ihr zwei Löcher habt, müsst ihr da auch noch mal so ein bisschen euch durchschlängeln. Aber ihr seht, es funktioniert und schon habe ich meinen ersten Ring reingemacht. Das Gleiche mache ich jetzt auch noch auf der anderen Seite. Als Tipp für euch: wenn ihr den Ring aufbiegt und ihn nachher einfädeln wollt, würde ich mit der Zange relativ nah am Ende des Rings festhalten. Dann verbiegt er sich nicht noch weiter. Meine beiden Ringe sind jetzt drin. Worauf ihr jetzt achten solltet, ist, dass ihr die gut wieder zubiegt. Das heißt, hier sollte kein Loch bleiben. Auch da kann euch wirklich die Zange einen echt guten Dienst erweisen. Jetzt ist es bei den meisten Smartphones so, dass natürlich ein Stückchen vom Ring an der Innenseite der Hülle ist. Da würde ich euch tatsächlich empfehlen, einfach ein Stückchen Klebestreifen zu nehmen und hier drüber zu machen, damit nicht das Metall direkt auf eurem Smartphone kratzt. So, mein zweiter Ring an der zweiten Hülle ist durch. Ich biege das gut zu
Und was bei diesem Ring reinbiegen passieren kann, seht ihr hier. Deswegen, wenn ihr das machen wollt, holt euch lieber 2, 3 Ringe mehr. Die gibt es meistens sowieso in so einem Pack, weil kann immer ein bisschen was schief gehen. Im nächsten Schritt geht es darum zu entscheiden, wie lang soll eure Kette sein, und da überlegt ihr euch am besten vorher, wie möchtet ihr das Ganze nachher tragen. Wolltet ihr euch das so um den Hals hängen oder lieber Crossbody tragen? Je nachdem schneidet ihr unterschiedliche Längen von diesem Seil ab. Es ist immer sicherer, ein bisschen mehr zu nehmen. Ich messe das Ganze jetzt mal ab und werde dann zusätzlich zu dem, was ich eben abgemessen habe, immer noch ungefähr so viel dazugeben, und zwar für die Knoten. So lang ist meine Kette jetzt geworden. Da ich ja 2 Hüllen habe, mache ich gleich noch eine. Natürlich kann man hier jetzt auch unterschiedliche Farben wählen oder ihr macht euch eine eigene Kordel. Da sind der Fantasie mal wieder keine Grenzen gesetzt. Okay, wenn ihr jetzt die Länge eurer Kette bestimmt habt, geht's ans Einfädeln. Ihr fädelt also eure Kette hier durch eure Ringe durch. Und jetzt sollen hier am Ende natürlich auch noch Knoten reinkommen. Ich mache das ganz einfach so, indem ich hier so ein bisschen umklappe und so einen ganz normalen Knoten reinziehe. So. Gut festziehen. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch. Die 2 Knoten helfen mir jetzt zwar noch gar nicht, wenn es darum geht, mir das Ganze umzuhängen, aber dafür habe ich diesen schönen Verschlussring ja auch. Den kann ich jetzt öffnen. Na. Und dick sein. Ah, die Knoten hier reinpacken. Jetzt ist das Ganze verbunden und ich kann hier, wenn ich das gut festgezogen habe, die überstehenden Enden einfach abschneiden. Man kann das Ganze auch noch zusammen mit Erwachsenen bitte mit dem Feuerzeug, wenn ihr so eine Kunstfaser habt, ein bisschen anschmelzen, dann wird das ganz fest und fasert sich hier nicht weiter auf. Aber macht es nicht alleine. Meine erste Handyhüllenkette ist jetzt schon fertig. Ich kümmere mich jetzt noch um die zweite und dann habe ich 2 Testerinnen da, die mal ihre Meinung zu diesen Handyhüllenketten sagen. Ein kleiner Hinweis noch von mir, diese Metallringe können dadurch, dass sie durch die Hülle durchgestochen sind, ja so ein bisschen am Smartphone kratzen. Deswegen haben wir diesen Klebestreifen da dran. Achtet bitte immer wieder drauf, dass diese Klebestreifen wirklich drauf sind, denn sonst macht ihr euch vielleicht Kratzer ins Smartphone rein, wo ihr sie nicht haben wollt. Wenn ihr völlig übertreiben wollt, dann könnt ihr natürlich unser letztes DIY-Projekt mit der Kette kombinieren und habt am Ende so eine Hülle, und da müsst ihr wirklich aufpassen, dass euch das Smartphone nicht wegen der Hülle geklaut wird. Handykette, das wollen wir jetzt mal testen. Wow. Wow, das ist schon cool. Und auch mega praktisch. Komm, lass uns unsere eigene Handykette produzieren. Aber davor noch den Kanal abonnieren.